Eben für Morning Glory und Hawaiian Baby Woodrose. Servus, Nadu, but not another dope show. Rosa Rosi, heute ist deine Frage drin. Also, zum allerersten Mal gehört habe ich von der himmelblauen Trichterwinde als Morning Glory Samen, also Morning Glory hieß das damals, im Magazin High Times. Das war in den 80er Jahren. Die Mutter von einem Freund von mir, vom Randy, hatte diese Magazine und hat sie mir geliehen. Ich habe die dann gelesen, die waren natürlich alle auf Englisch, amerikanisch, aber dieses Englisch habe ich schon verstanden, das war für Stoner geschrieben. Stoner Englisch ist halt einfach zu verstehen, was einfache Sprache ist eigentlich. Und da war halt auch Werbung drin. Eben für Morning Glory und Hawaiian Baby Woodrose. Zu dem Zeitpunkt habe ich null Ahnung gehabt, was das ist, aber das gab es dann auch als Paste und als Konzentrat und sah aus wie Hasch, wie ein Stück Haschisch. Aber leider konnte man es halt nicht nach Deutschland bestellen. Jahre später, da war Randy war ja auf dem Weg drauf, auf Heroin, er ist gerade draufgekommen zu der Zeit, glaube ich, oder hat gerade angefangen damit rumzuexperimentieren, habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Mich haben mehr die Natursachen interessiert. Das erste, was ich genommen habe, waren Magic Mushrooms. Da ist mir furchtbar schlecht worden davon. Das war halt gar nicht meins, während andere voll, boah, geil und die sind richtig cool. Die fanden die cool. Also habe ich sie in mein Programm aufgenommen und habe sie eine Zeit lang verkauft. Das war gerade die Zeit, wo München unbedingt auch sowas wie eine Love Parade haben wollte. Da sind sie doch im Stachus gezogen in Richtung Hauptbahnhof, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie da so. Ich weiß nicht mehr genau, weil ich selber war ja bloß in der Leopoldstraße kurz und habe da am Rand mein Zeug verkauft und dann bin ich zum, zur Theresienwiese sind gezogen. An der Theresienwiese habe ich noch welche gebunkert gehabt und da auch welche noch verscheuert, damit ich es loswerde, weil ich es selber habe, damit ich überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht. Mescalin habe ich noch einmal ausprobiert, als kleine rote Sterne. Später habe ich erfahren, dass einer von denen, wo ich immer mal Hasch hin und her verkauft habe und mit Kokaingeschäfte gemacht habe, dass der mit einem Kumpel zusammen einen Kaktus hatte und dass die daraus Mescalin gewonnen haben und die Sterne hergestellt haben. Also das war also ein Testballon von denen. Ich fand sie nicht schlecht, nicht besonders stark. Ich hatte so eine Weichzeichneroptik. Aber das bringt mich jetzt zu dem Thema himmelblaue Trichterwinde zurück. Die waren ungefähr ähnlich von der Wirkung her. Ja. Bisschen schwächer noch. Das mag vielleicht an der Dosierung liegen. Ich habe mir diese Samen gekauft in München im Gartencenter Dena, Gartenbaucenter, na Gartencenter heißt es. Da kann man Zimmerpflanzen kaufen und Gartenzubehör und unter anderem eben auch Samen, ja, zum Aussaat. Das sind da schöne Pflanzen. Und eine Packung pro Person kannst du sagen. Ist ausreichend. Ich habe so eine Packung genommen und eine für die Franziska. Und ja, ich glaube, ich habe mehrere gekauft, weil ich mir gedacht habe, falls cool ist, habe ich gleich mehr davon. Wenn nicht, dann pflanze ich es einfach ein. Also habe ich eine Packung genommen und nach Anleitung aus einem Buch vom Nachtschatten Verlag, ich weiß leider nicht mehr genau, welches, vielleicht war es eins über LSD, weil es ja LSD-Alkaloide sind. Es kann sein, dass es da drin war. Auf jeden Fall habe ich es nach Anleitung gemacht. Diese Samen muss man mörsern. Das zerriebene oder kaputt gemachte Samen in eine Tasse rein mit Wasser aufquellen. Also gerade so, dass es leicht bedeckt ist, das quillt dann auf. Und das lässt man dann eine Zeit lang so stehen, schön abgedeckt, eine Stunde oder zwei. Danach nimmt man das einen Teigklumpen, sage ich einmal. So ähnlich fühlt sich es an. Packst du in ein Tuch und presst man dann durch und die Flüssigkeit, was da rauskommt, das ist dann das, was man konsumiert. Schmeckt ein bisschen nussig, nach Nuss. Es braucht circa eine halbe Stunde, 40 Minuten, bis die Wirkung davon einsetzt.
Die fängt mit ein bisschen Übelkeit an, aber dann ist es eigentlich ganz angenehm. Ein leichtes Körperfeeling wie auf Trip, aber total klar im Kopf. Und die Farben sind ein bisschen intensiver. Und vielleicht das alles ein bisschen weichzeichnen, wenn man große Pupillen davon kriegen kann. Ja. Oder wenn es hell draußen ist, werden sie ganz klein. Das kann auch passieren. Ich will das jetzt nicht als Anleitung sehen, was ich jetzt gerade erzählt habe, sondern genau so habe ich das gemacht, weil es so in dem Buch drin stand, weil es mich interessiert hat als Selbstversuch, weil das nicht illegal war und weil es nicht besonders großer Effekt war. Wahrscheinlich müsste ich mehr davon nehmen, um vielleicht sogar so diesen Nachzieheffekt zu haben, aber so weit wollte ich nicht gehen, weil die Übelkeit am Anfang doch ekelhaft war. Und sowas mag ich nicht. MDMA ist was anderes. Das kann ich noch einsehen, die Übelkeit da am Anfang, bevor da die Wirkung einsetzt, weil die Wirkung ist es dann schon eher wert, dass es ein bisschen schlecht wird. Wenn man nicht zu viel davon nimmt, weil dann kann es halt schlecht ausgehen. Gell? Ja, nachlegen finde ich auch keine gute Idee. Falls das irgendwie mal als Frage kommen sollte, sage ich es gleich. LSD muss man richtig anwenden. Es ist, wie gesagt, keine Spaßdroge. Ich weiß, dass viele Menschen das als Spaßdrogen nehmen, zum Weggehen, zum auf Konzerte gehen, zum auf, weiß ich nicht, alles Mögliche machen. In der Gruppe sitzen ist noch okay, aber halt, ich habe halt auch so diese Spaßsachen alle gemacht. Aber erst nachdem es mir einmal die Augen geöffnet hat, war ich mal dann sicher, dass es doch nicht dafür gedacht ist. Ganz allein finde ich es auch nicht okay. Finde ich mal ganz gut, wenn noch jemand dabei ist. Tripsitter hatte ich noch nie einen dabei. Habe ich auch noch nie gebraucht, Gott sei Dank. Ja. Aber ich bin auch in einem Alter, wo es mich persönlich nicht mehr interessiert. Kann schon sein, dass es Leute gibt, die so alt sind wie ich oder älter sogar. Ja, ich gehe auf die 54 jetzt zu. Dass es welche gibt, die sagen, hey, ich tripp noch. Wenn sie Bock drauf haben. Es war halt noch nie so wirklich dann meins. Ich habe gesehen, was ich sehen musste wahrscheinlich, dass mich nicht mehr so reizt. Ich weiß, dass alles zusammenhängt, dass wir alle zusammenhängen miteinander irgendwie. Mehr muss ich dazu, wage ich dazu nicht, weil das geht dann zu weit. Ja. Über solche Sachen mache ich keine, wollte ich nie ein Video machen. Wäre ja nicht. So, liebe Leute und liebe Rosi, das war's hier heute. Peace out.